Wüsten haben die Menschheit seit jeher fasziniert. Dabei wissen wir nur wenig über sie. Doch obgleich sie Einsamkeit und Extreme heraufbeschwören, hinterlässt der Mensch in ihnen mittlerweile immer mehr Spuren. Die Atacama-Wüste in Südamerika ist die trockenste Wüste unseres Planeten. In manchen Gegenden ist seit 500 Jahren kein einziger Tropfen Regen gefallen. In dieser extremen Umwelt beschränkt sich das Leben aufs Minimum und konzentriert sich auf die Orte, an denen zumindest ein wenig Wasser verfügbar ist. Doch die lebensfeindliche Wüste ist erstaunlich reich an Erzen, was den Menschen angezogen hat. Der Bergbau und die großen Küstenstädte haben sich der wertvollen Wasserressourcen bemächtigt, zum Schaden der kleinen Dörfer und der fragilen Ökosysteme. Um der Bedrohung entgegenzuwirken, tritt die Wissenschaft auf den Plan. Es gilt, Wasserkreisläufe zu verstehen, Ressourcen zu managen, um die letzten Oasen zu retten. Von den kleinsten Lebensformen bis zur Großindustrie sind mittlerweile alle dem Wasser auf der Spur. Die gewaltigen Wälder des Amazonasbeckens sind oft die ersten Bilder, die vor unserem geistigen Auge erscheinen, wenn Südamerika erwähnt wird. Doch im grünen Kleid dieses Kontinents gibt es schon lange einen sandfarbenen Fleck, eingezwängt zwischen der Gebirgskette der Anden und dem Pazifik. Die Atacama-Wüste erstreckt sich über ganz Nordchile bis hinein nach Bolivien, Peru und Argentinien. Sie ist zwar weder die größte noch die heißeste Wüste, gilt aber als trockenste Wüste der Erde. Die Atacama-Wüste ist einzigartig. Sie ist extrem arid, eine Wüste, in der kein Regen fällt. In der Atacama-Wüste gibt es kein Leben, kein pflanzliches Leben und somit auch kein tierisches. Anders als in der Sahara, wo Tiere wie Käfer, Mäuse oder Mücken leben, gibt es in der Atacama nichts. Das hier ist die absolute Wüste, die echte Wüste. Im zentralen, trockensten Bereich regnet es nie. Diese Trockenheit hat sichtbare Folgen. Nirgendwo gibt es weniger Leben als in der Atacama-Wüste. Ohne Regen, Luftfeuchtigkeit und Grundwasser ist sie der lebensfeindlichste Ort unseres Planeten. Der zentrale Bereich der Atacama ist eine felsige, staubige Landschaft, in der sich nichts regt. Seit Jahrmillionen herrscht hier extreme Trockenheit. Am Rande der Wüste jedoch finden sich einige weniger lebensfeindliche Orte. Im Westen grenzt die Atacama an den Pazifik, an dessen Küste diverse Großstädte liegen. Im Osten steigt sie bis an die Vorgebirge der Anden, wo die Ureinwohner dort ihre Dörfer gegründet haben, wo Wasser vorkommt. Die Wüste verdankt ihre Entstehung einer geografischen und klimatischen Besonderheit. Vor der Pazifikküste kühlt der aus der Arktis kommende Humboldtstrom die Luft ab und verhindert die Bildung von Wolken. An der anderen Seite riegeln die Anden mit ihren über 6000 Meter hohen Gipfeln Wolken und Feuchtigkeit aus dem Amazonasbecken ab. Aber ist das totale Fehlen von Regen bloß eine Legende oder lässt es sich wissenschaftlich beweisen? Diese Frage müssen sich die Bewohner der Atacama stellen, die vor allem in den Großstädten an der Küste leben. Denn Anfang 2015 ereignete sich dort ein außergewöhnliches Phänomen. In nur 24 Stunden regnete es so viel wie normalerweise in 15 Jahren. Der trockene, vegetationslose Boden wurde vom Wasser mitgerissen. Menschen gerieten in die Schlammlawinen und kamen darin um. Die Infrastrukturen sind nicht für solche Niederschlagsmengen ausgelegt. Als Luc Ortlieb 1991 nach Antofagasta kam, war gerade ein ähnlicher Regen über der Stadt niedergegangen. Der Forschungsdirektor des französischen IDR-Instituts interessiert sich für solch rare Regenphänomene. Er arbeitet an der genauen Rekonstruktion der Klimas vergangener Zeitalter, die helfen soll, den Klimawandel besser zu verstehen. Am Rande der Stadt hat er einen Ort entdeckt, der ihm Aufschlüsse über solche Regenepisoden geben könnte. Und das ist der
Hier sehen wir die Grenzen mehrerer Schichten. Das sind Ablagerungen von Schlammlawinen. Es liegt ein Verbund vor. Dies ist die älteste Schlammlawine dieser Sequenz. Hier ist die nächste. Eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, acht, neun, zehn. Etwa ein Dutzend Schichten, die den letzten 500 Jahren entsprechen. Das sind die einzigen Hinweise auf Regen. Ein Dutzend Niederschläge in 500 Jahren. So sieht es an der Küste der Atacama aus. Die äußerst seltenen Niederschläge an der Küste lösen Schlammlawinen aus, die einander überlagern. Anhand dieser Überlagerungen lässt sich auf die Häufigkeit der Niederschläge schließen. Doch Lügort Lieb will mehr erfahren. Für seine Studien muss er den genauen Zeitraum der jeweiligen Regenereignisse kennen. Ich suche nach Fundstücken, die mit der Radiokarbonmethode datiert werden könnten. Aber wie gesagt, sind die Chancen, in dieser extrem trockenen Wüste ein Stückchen Holz oder ein kleines Schneckenhaus zu finden, sehr gering. Das große Problem bei der Erforschung der Schlammlawinen dieser Region ist, dass wir sie nur schwer datieren können. Die Unmöglichkeit, diese Niederschläge zu datieren, hat Lügort Liebs Arbeit lange gebremst. Er musste sich anderen historischen Informationsquellen zuwenden. Heute besucht er das Archiv der Zeitung El Mercurio, um dort nach Artikeln über atypische Wetterphänomene zu suchen. So wurde aus dem Geologen notgedrungen auch ein Historiker, der in allen Chroniken seit Ankunft der spanischen Konquistadoren recherchiert. Das Studium der Presse des 20. Jahrhunderts und historische Archive bestätigten uns, dass Niederschläge an der Küste schon immer selten waren. Und hinter der Küste beginnt dann die absolute Wüste, wo es gar nicht mehr regnet. Die Niederschläge schaffen es nie über die ersten Anhöhen hinter der Küste hinaus. Jenseits davon erstreckt sich eine gewaltige Hochebene, wo es niemals regnet, der zentrale Bereich der Atacama. Doch das Fehlen jeglichen Regens reicht als Erklärung für eine derartige Trockenheit nicht aus. Um dem Geheimnis auf den Grund zu kommen, messen Elisabeth Lichtewuth und ihr Team die Trockenheit an diversen Orten der Wüste. Mit einer Verdunstungsglocke wollen sie die Luft- und Bodenfeuchtigkeit messen. Der Wert hat sich bei 21% relativer Luftfeuchte stabilisiert. Die Sonne geht unter und scheint nicht mehr so stark, aber dafür hat der Wind zugenommen. Die Atacama-Wüste ist keine besonders heiße Wüste. Entscheidend ist die Trockenheit der Luft, die Fähigkeit der Atmosphäre, Wasser zu verdunsten und aufzunehmen. Die Luft ist derart trocken, dass sie dem Boden teils bis in mehrere Meter Tiefe Feuchtigkeit entzieht und somit die Bildung von Tau oder anderen Formen von Feuchtigkeit verhindert. Doch die Verdunstungsglocke zeigt bald ein überraschendes Phänomen. Wir sehen also, dass hier Feuchtigkeit aus dem Boden steigt. Ja, wir haben das vor kurzem gemessen. Der Grundwasserspiegel ist hier nur etwa einen Meter tief, weshalb wir etwas Verdunstung beobachten. Obwohl der Boden bis in mehrere Meter Tiefe total trocken ist, zeigt das Experiment, dass er an dieser Stelle in geringer Tiefe Wasser führt. Das Besondere hier ist, dass unter diesen ersten extrem trockenen Metern Boden eine Grundwasserschicht liegt, die ein enormes Reservoir bildet. Die Atacama mag die trockenste Wüste der Erde sein. Doch unter ihrer ausgedörrten, leblosen Oberfläche verbergen sich große unterirdische Wasserspeicher, die Aquifere. Doch hier regnet es nie. Woher also speisen sich diese Grundwasserträger? Und wie viel Wasser kann man ihnen entnehmen? Um diese Frage zu beantworten, begleitet Lück das Team von Rodrigo Riquelme in Richtung Andenkordillere. Dort wollen die Forscher herausfinden, ob die Aquifere sich von den Niederschlägen speisen, die im Winter über der Kordillere niedergehen. Diese Quelle speist sich vor allem durch Schnee und Niederschläge, oder?
Ja, hier gibt es Niederschläge. Wir sind hier am Anfang der Kordillere. Wie hoch ist es hier? Hier sind wir auf 3300 Metern. Und hier gibt es Niederschläge? Ja, vor allem im Winter, etwa 200 mm im Jahr. In der Höhe wirken sich die klimatischen und geografischen Besonderheiten, denen die Atacama ihre Entstehung verdankt, weniger dramatisch aus. Zwischen den Andengipfeln fangen sich wassergesättigte Wolken aus dem Amazonasbecken und lassen vor allem im Winter ihre Fracht über der Andenhochebene, dem Altiplano, niedergehen. Dank dieser Niederschläge beherbergt das Altiplano mehr Leben als die Atacama-Wüste. Trotz der Höhe, des Sauerstoffmangels und der eiskalten Nächte finden Pflanzen und Tiere hier ein wenig Wasser zum Überleben. Ob dieses Wasser die Aquifere im Untergrund der Atacama-Wüste speist? Um dies zu erfahren, muss zuerst die Quelle analysiert werden. Wo fließt dieser Wasserlauf hin? Erreicht sein Wasser das Meer? Ich denke, das Wasser versickert ein Stück weiter talabwärts. Wie es unter der Erde weiterfließt, können wir an der Vegetation sehen. Die reicht noch ziemlich weit nach unten und da unten ist Schotter. Ich bezweifle jedoch, dass es bis ins Meer gelangt. Aber es erreicht das Grundwasser. Ja, es speist die Aquifere. Die Nacht naht. Nun muss das Team schnell die Zelte aufschlagen und sich auf die Übernachtung in mehr als 3000 Metern Höhe bei minus 20 Grad Celsius vorbereiten. Erst am nächsten Morgen können sie mit ihrer Arbeit weitermachen. Es ist absolut wichtig, Anzahl, Größe und Verlauf der Aquifere besser zu kennen. Denn ohne diese enormen Reserven droht der Wirtschaft des Landes der Kollaps. Seit mehreren Jahren werden die unterirdischen Wasserreserven von einer Industrie angezapft, der das Land seinen Wohlstand verdankt. Einer Industrie mit enormem Wasserbedarf, dem Bergbau. Unter der öden Oberfläche der Atacama liegen zahlreiche Erzvorkommen. Ob Kupfer, Gold, Silber, Lithium. Der Bergbau ist eine der wichtigsten Branchen Chiles und erwirtschaftet 15% des Bruttoinlandprodukts. Hier ist alles eine Nummer größer. Wie in Chuquicamata, dem größten Kupfertagebau der Welt, wo an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr reger Betrieb herrscht. Jeder der gewaltigen LKW, deren Ladevolumen dem von 8 Sattelschleppern entspricht, braucht 1,5 Stunden, um aus dem Schlund der Grube nach oben zu fahren. Allein in dieser Mine arbeiten 11.000 Beschäftigte. Die Kupfervorkommen reichen noch für mindestens 60 Jahre. Doch es gibt ein Problem. Die Mine verbraucht 100 Liter Wasser pro Sekunde. Für die Kupferextraktion, aber auch zur Verhinderung übermäßiger Staubentwicklung. Mit dem Bergbau siedelten sich auch hunderttausende Bergleute in dieser unwirtlichen Wüste an. Die Einwohnerzahl der großen Küstenstädte wie Arica, Iquique und Antofagasta nahm in den letzten Jahren ums Fünffache zu. Immer weiter wachsen die Städte in die Wüste hinaus und die Nachfrage nach Wasser ist regelrecht explodiert. Luc Ortlieb und Rodrigo Riquelme folgen weiter der Spur des Wassers. Wie groß sind die Aquifere? Wie viele gibt es? Und wie viel Wasser ließe sich tatsächlich aus ihnen gewinnen? Auf der Suche nach Antworten müssen die Forscher die Sprache der Landschaft entziffern und sie wie ein Buch lesen können. Rodrigos Fachgebiet ist die Geomorphologie. Anhand der Eigenschaften des Gesteins, seiner Faltung, Schichtung und Porosität versucht er, die Struktur des Untergrunds zu bestimmen und herauszufinden, wo das Wasser entlang fließt und wo es sich sammelt. Ein Aquifer entsteht dort, wo eine undurchlässige Schicht den Lauf des Wassers aufhält. Im porösen Gestein sammelt sich Wasser wie in einem Schwamm. Neben Anzahl und Größe wollen Rodrigo und sein Team vor allem herausfinden, ob die Aquifere miteinander in Verbindung stehen oder nicht. Wären sie miteinander verbunden, könnte das Wasser wie in kommunizierenden Gefäßen talabwärts fließen. Würden jedoch undurchlässige Schichten den Wasserlauf aufhalten,
könnten sich tiefer liegende Grundwasserträger nicht regenerieren. Um die Bodenbeschaffenheit zu untersuchen und undurchlässige Schichten aufzuspüren, entnehmen die Wissenschaftler Bodenproben. Wozu dienen all diese Proben? Vor allem dazu, den Anteil an Salzen im Gestein zu ermitteln. Denn anhand der Salze können wir schließen, ob das Wasser genügend Raum hat, um durchs Gestein zu fließen. Und somit, ob das Gestein wasserdurchlässig ist oder nicht. Ich denke, dass die Niederschläge, der Regen und Schnee, vor allem die obersten Aquifere speichern. Das stimmt schon, aber da ein Teil des Schnees sublimiert, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Schnee auch die weiter unten liegenden Aquifere speist. Wahrscheinlich besteht ein Teil davon aus fossilem Wasser. Wir wissen wenig über die Aquifere und ich glaube, die Bergbaukonzerne warten nicht darauf, bis wir mehr über ihren Verlauf wissen. Die pumpen einfach weiter das Wasser ab. Ziemlich gewagt. Der Bergbau zapft die Grundwasserspeicher an, ohne überhaupt zu wissen, ob diese Ressource erneuerbar ist. Im zentralen Bereich der Atacama sind an einigen Orten bereits Anzeichen der Erschöpfung erkennbar. Dazu zählen die Salars, große mit brackigem Wasser und Salz bedeckte Flächen. Lück begleitet Jorge Valdés' Team zum Salar del Yamara. Seit 20 Jahren war er nicht mehr hier. Sehr niedrig. Ist ganz schön gesunken. Als ich 1993 hier war, stand das Wasser 2 bis 3 Meter höher als jetzt. Wirklich beeindruckend, wie sehr der Pegel gesunken ist. In wenigen Jahren wird hier kein Wasser mehr sein. Nein, wahrscheinlich verschwindet es komplett. Jorge Valdés und sein Team befassen sich mit den Salars der Atacama-Wüste. Heute sind sie hier, um das Trockenfallen des Salar del Yamara zu messen. Salars sind typisch für die Atacama. Sie bilden sich dort, wo Grundwasser zu nah an der Oberfläche und somit an Luft und Sonne liegt. Das Wasser verdunstet, wobei die darin gelösten Mineralien im Boden bleiben. So bildet sich allmählich eine Salzkruste auf der Erdoberfläche. In Yamara hat die Verdunstung rundliche Gesteinsformationen hinterlassen. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Bakterien und Gips, sogenannten Stromatolithen. Jorge hofft, daraus Informationen über die Entwicklung des Salars ziehen zu können. Hier sehen wir die Färbung. Außen grünlich, dann dunkler und in der Mitte weiß. Man kann hier gut die Schichten erkennen und nach dem Aufschneiden sehen wir, ob die sich wiederholen. Jetzt sieht man die Färbung gut. Ja, hier ist sie grün. Und oben kaffeebraun. Was willst du anhand dieser Stromatolithen herausfinden? Wir glauben, die unterschiedlichen Färbungen weisen auf unterschiedliche Umweltbedingungen bei ihrer Entstehung hin. Und was meinst du, wie lange dieser hier gewachsen ist? Das wissen wir nicht genau, aber wir glauben, die Stromatolithen sind mehrere Jahrzehnte alt, vielleicht ein Jahrhundert, mehr nicht. Das Trockenfallen eines Salars ist ein normales Phänomen. Doch der Salar del Yamara verschwindet mittlerweile in besorgniserregendem Tempo. Trotz ihres hohen Salzgehalts findet sich an den Salars Leben. Einige wenige Arten haben sich an diese extremen Bedingungen und den im Vergleich zum Meer 10-fachen Salzgehalt gewöhnt. Das Trockenfallen dieses Salars
würde das Ende einer Oase des Lebens bedeuten. Glaubst du, dass ein so schnelles Sinken des Wasserstands natürliche Ursachen hat? Nicht in diesem Gebiet und schon gar nicht für den Salar del Yamara. Das ist keine natürliche Variation. Der Salar ist in den letzten 5 Jahren dramatisch kleiner geworden. Allein in den letzten 2 Jahren sank der Wasserstand um 1 Meter. Das bedeutet, dass irgendwo Wasser entnommen wird. Und wir glauben, dass dafür der Bergbau verantwortlich ist. Es gibt einen Bergbaubetrieb, der sein Wasser aus dem Salar bezieht. Das große Problem in unserem Land ist, dass Wasser Privateigentum ist. Damit sind also Privatleute oder Unternehmen die Eigentümer des Wassers und können damit machen, was sie wollen. In Chile ist Wasser ein privates Gut. Während einer neoliberalen Privatisierungswelle in den 80ern ließ der Diktator Pinochet die Wasserrechte auf Lebenszeit verkaufen, ohne wirkliche Kenntnisse über diese Ressource zu haben. Heute bleibt nur noch das Abnehmen vieler Grundwasserspeicher zur Kenntnis zu nehmen. Davon sind nicht nur fragile Ökosysteme wie der Salar del Yamara betroffen. Die Aquifere dienen auch zur Bewässerung von Feldern und der Trinkwassergewinnung. Unter uns liegt ein enormes Reservoir, der größte Aquifer Chiles. Anhand der Messungen der letzten Jahre und anhand unserer Messungen, die wir hier seit 2 Jahren vornehmen, konnten wir beobachten, dass der Grundwasserspiegel generell gesunken ist. Wir haben die Höhe genullt und lassen die Sonde in einer Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Minute herab. Es wird gute 10 Minuten dauern, bis wir den Wasserspiegel erreichen. Erst in 53 Metern Tiefe stößt man hier auf Wasser. Alles okay mit dem Tempo, Fernando? 50. 54. Es schlägt aus, aber wir haben noch keinen Maßstab. Nein, den haben wir nicht. Ist das die Leitfähigkeit? Das ist die Temperatur. Das tendenzielle Sinken des Grundwasserpegels zeigt, dass mehr Wasser entnommen wird, als nachfließt. Somit wird hier fossiles Wasser abgezapft, eine nicht erneuerbare Ressource, da es sich über Jahrmillionen in diesem Reservoir angesammelt hat. Der Wassermangel macht sich allmählich in den Wüstendörfern bemerkbar, die ihr Wasser aus den Aquiferen beziehen. Im kleinen Dorf La Tirana ist die Situation zum Fest der Jungfrau Carmen im Juli besonders heikel. Jahr um Jahr wird es schwieriger, sich mit genügend Wasser für die Feiern einzudecken. Zum religiösen Fest finden sich Truppen aus dem ganzen Land ein, die 2 Wochen lang den ganzen Tag über in ihren traditionellen Kostümen tanzen, völlig ungeachtet der Temperaturen. Manuel Sepúlveda hat keine Zeit zum Feiern. Er kümmert sich um die Wasserversorgung während der Feierlichkeiten. Dieser Teil von La Tirana wird über eine Zisterne mit Trinkwasser versorgt. Aber da, wo auf dieser Karte die Tankwagen zu sehen sind, gibt es sonst kein Trinkwasser. In diesen Bereichen übernehmen wir die Planung und kümmern uns mit den Wagen um die Trinkwasserversorgung. Das Problem der Wasserversorgung in La Tirana ist, dass es nicht für alle reicht. Das Wasser auf diesem Hochplateau gehört einer Firma und die haben eine Genehmigung, auch in diesen Bereichen Ortsnähe Wasser zu fördern. Normalerweise leben hier etwa 1000 Menschen, doch zu den Feiern kommen bis zu 260.000 Besucher. Das Fest dauert 3 Wochen. In dieser Zeit setzen die Verantwortlichen 20 Tankwagen ein, die ständig unterwegs sind, um die Tänzer und Zuschauer, die gegen die Hitze und den Staub kämpfen, mit 5 Millionen Litern Wasser zu versorgen. Sin el agua,
Ohne Wasser könnte das Fest nicht stattfinden. Daher ist das Thema Wasser viel wichtiger als das Thema Strom oder andere Dinge. Wenn viele Touristen kommen, wird denen hoffentlich klar, dass es hier im Norden an Wasser mangelt und dass es bei diesem extremen Sonnenschein und der nächtlichen Kälte nicht einfach für uns ist. Das Wasser an der Zapfstelle für die Tankwagen wird regelmäßig untersucht. Denn neben Nachschubproblemen gibt es auch Qualitätsprobleme. Das Wasser der Aquifere ist stark mit Arsen belastet, aufgrund der vulkanischen Herkunft des Gesteins der Anden. Man verzeichnet hier zwar mehr Fälle von Krebs und Hautkrankheiten als anderswo, doch dieses Problem der öffentlichen Gesundheit ist noch kaum erforscht. Ich selbst trinke weder zu Hause Leitungswasser noch dieses Wasser. Ich kaufe mir gereinigtes Wasser für zu Hause und trinke nur das. Oder notfalls koche ich das Wasser ab. Aber manche Leute sind daran gewöhnt, dieses Wasser zu trinken, und wieder anderen tut dieses Leitungswasser nicht gut. Immer mehr Dörfer werden durch Tankwagen versorgt. Zudem ist Wasser für die Wüstenbewohner rationiert. Viele Felder liegen wegen Wassermangels brach oder aufgrund der Verseuchung durch den Bergbau. Die Atacama-Wüste leidet immer mehr unter dem wirtschaftlichen Aufschwung der Region, dem die traditionelle Lebensweise der Menschen vor Ort zum Opfer zu fallen droht. Wir sind hier in einer Wüste. Gäbe es kein solches Profitbestreben, das die Menschen angezogen hat, um Erz abzubauen, wäre der Wasserbedarf sehr bescheiden geblieben, sodass das Angebot der Ressource ausgereicht hätte. Das natürliche Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wäre nicht zerstört worden. Die Wissenschaftler finden sich im Zentrum dieser Problematik wieder. Eigentlich sollten sie die verfügbaren Ressourcen besser kennenlernen. Doch nun versuchen sie, Lösungen gegen eine weitere Austrocknung der Wüste zu finden. Und suchen deshalb nach alternativen Möglichkeiten der Wasserversorgung. An der Küste hat das Leben eine Methode entwickelt, trotz fehlenden Regens und Grundwassers zu gedeihen. Wenn Warmluft auf die kalte, feuchte Seeluft vor der Küste trifft, kühlt sie ab, wobei Haufenwolken entstehen, die mit dem tagsüber einsetzenden Landwind die ersten Hänge hinter der Küste erreichen und für einen lokal als Kamanchaka bekannten dichten Nebel sorgen. Wir sind auf dem Alto Patache. Hier ist es sehr kalt und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Verantwortlich für die sinkenden Temperaturen und den feuchten Wind sind die Wolken, weil es gleichzeitig zu einem Druckabfall kommt. Dieses lokale Tief lässt die Wolken aufsteigen und verursacht den starken Landwind, den wir hier spüren. Felipe Lobos untersucht dieses lokal stark begrenzte Phänomen. Die vom Nebel eingetragene Wassermenge misst er mit Hilfe von Sammelnetzen. Heute ist er hier, um die Daten der letzten Wochen zu sammeln. Wir messen nun die Wassermenge, die diese Vorrichtung, ein sogenannter Wolkenfänger, gesammelt hat. Wenn Nebel vom Ozean aufsteigt, fangen sich hier Tröpfchen und wachsen zu normalen Tropfen heran, die dann in eine Auffangrinne fallen. Wir sehen, das Netz ist feucht. Meine Hand ist nass. Von der Rinne fließt das Wasser in diesen Schlauch und weiter in ein Pluviometer, das Tropfen um Tropfen die Wassermenge misst und die Werte in diese elektronische Apparatur überträgt. Normalerweise verhalten sich die Wolken je nach Jahreszeit unterschiedlich. Im Winter, wir haben ja Juli, also ist auf der Südhalbkugel Winter, gibt es viel Nebel. An manchen Tagen messen wir hier 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter. Das heißt, an einem Tag fängt diese Apparatur bis zu 30 Liter auf. Im Sommer ist der Wassergehalt der Wolken viel geringer und liegt nur knapp über Null. Zwar ändert sich der Wassereintrag über den Jahresverlauf, doch das Leben weiß dieses Wasser aus dem Himmel zu nutzen. Der Kamanchaka ermöglicht die Bildung sogenannter Nebeloasen. Auf dem Alto Patache
finden wir eine für die Atacama-Wüste erstaunliche Biodiversität. Hier leben zahlreiche Arten von Flechten, Pflanzen und Insekten. Doch das jahrtausendealte Ökosystem ist im Schrumpfen begriffen, da die Bewohner der Region hier Holz sammeln und ihr Vieh weiden lassen. Das ist ein hiesiger Kaktus, ein Eulüchnia equicensis, der im Jahr nur wenige Zentimeter wächst. Das heißt also, dieses Exemplar ist vielleicht 200 bis 300 Jahre alt. Diese Kaktusart ist wichtig für dieses Ökosystem, da sie als Wasserfalle fungiert. Mit seinen langen Nadeln und den Ästen, die in einen Stamm münden, kann der Kaktus mehr Tau aus dem Nebel fangen als zum Beispiel Felsen. Das Wasser läuft an den Ästen und dem Stamm herunter direkt zu den Wurzeln und versorgt nicht nur den Kaktus, sondern auch ein Mikroökosystem, das in seiner direkten Umgebung entsteht. Die meisten dieser Kakteen wurden gefällt, dienten als Brennstoff, Baumaterial oder zum Herstellen von Utensilien. Nur Exemplare an den unzugänglichsten Orten blieben stehen. Philippe arbeitet in einem Wiederansiedlungsprojekt für den Eulichnia equicensis, um den ursprünglichen Zustand der Nebeloasen wiederherzustellen. Doch weil der Kaktus nur alle 15 Jahre blüht und es nur eine Insektenart gibt, die als Bestäuber in Frage kommt, haben die Forscher bislang erst wenige Samen für ihr Projekt sammeln können. Diese Früchte öffnen sich und geben Samen frei. Wir haben die Samen im Labor unter kontrollierten Bedingungen gepflanzt und daraus sind die ersten Pflanzen gewachsen. Wir warten zur Sicherheit 10 Jahre ab, bevor wir die Kakteen hier auspflanzen. Weil so eine kleine Pflanze weniger Nebel auffangen kann, haben wir sie mit einem Gitter vor Fressfeinden geschützt und dieses Netz aufgebaut, das Wasser sammelt. Wenn die Pflanze groß genug ist, kann sie das dann selbst. An diesen, nur auf den ersten Blick öden Orten, wachsen Pflanzen, die es sonst nirgendwo auf dieser Erde gibt. Deshalb ist es wichtig, sie zu pflegen, zu schützen und zu bewahren und das Ökosystem wieder aufzuforsten und wiederherzustellen. Elisabeth Lichtewuth will noch weitergehen und Wolkenfängernetze zur Trinkwasserversorgung nutzen. Der Kamanchaka ist eine potenzielle Wasserressource. Doch um sie richtig zu nutzen, müssen wir sie erst besser kennenlernen. Wir stellen hier gerade ein Wolkenfängernetz auf, um die Wasserqualität des Nebels zu untersuchen. Wir wollen diese Netze in den Gebieten aufstellen, in denen die Chancen hoch genug sind, ausreichend Wasser zur Analyse im Labor zu sammeln. Wir haben uns für diesen Ort entschieden, weil diese Vegetation darauf hinweist, dass es in diesem Gebiet öfter Nebel gibt. Denn diese Pflanze hat keine Wurzeln und wächst überall dort in den Hügeln und Dünen, wo Nebel vorkommt. Das neue Netz zur Untersuchung der Wasserqualität ist aufgebaut. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass der Nebel hoch genug steigt, um am nächsten Tag die ersten Resultate zu erhalten. Schau! Wunderbar! Es hat funktioniert. Der Behälter ist fast voll. Das ist endlich mal ein guter Ort. Die Ausbeute ist zufriedenstellend. Doch zu welchem Zweck das Wasser dienen kann, werden erst die Tests zeigen. Da haben wir es. 1466 Mikrosiemens pro Zentimeter. Gut. Dann messen wir den pH-Wert. Schau mal, unter 5, 4,75. Ähnlich wie an der Küste. Dort haben wir 3 gemessen. Es ist also schon etwas weniger sauer. Trinkwasser benötigt einen pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5. An der Küste ist das Wasser aus dem Nebel mit einem pH von 3 sehr sauer.
Hier ist es etwas besser. Der pH liegt bei 5, was immer noch sauer ist, aber das Wasser zumindest begrenzt nutzbar macht. Es könnte zum Beispiel die Versorgung einer Familie oder eines kleinen Dorfs ergänzen. Das Wasser für den Hausgebrauch, zum Waschen und so weiter. Wir wollen aber auch sehen, ob es in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Daher ist es wichtig, mit den Tests seine Qualität sicher zu ermitteln. Die Qualitätsprobleme betreffen nicht nur das aus dem Nebel gewonnene Wasser. Auch das Abwassermanagement stellt ein großes Problem dar. Gelangt Abwasser in den Boden, verschmutzt es das Grundwasser und macht es unbrauchbar. Elisabeths Team versucht daher, Abwässer zu reinigen mit Pflanzen. Hallo Leonardo. Guten Tag. Wie geht's? Sehr gut. Ist dieses Wasser schon aufbereitet? Nein, noch nicht ganz. Das dauert noch einige Tage. Die Reinigung dauert etwa 7 Tage, das hier hat erst 5. Wie du siehst, ist es noch nicht ganz klar. Und wie ist die Wasserqualität? Wir haben die Wasserqualität analysiert. Gib mir mal bitte den Träger, damit kann ich dir es besser erklären. Wir haben es mit einem spektralphotometrischen Verfahren untersucht, das unterschiedliche Färbungen ergibt. Hier haben wir zum Beispiel eine Phosphatanalyse. Einmal von nicht aufbereitetem Abwasser, einmal von aufbereitetem. Wie du siehst, erkennt man einen deutlichen Unterschied. Und hier haben wir Ammoniak. Auch da kannst du den Unterschied erkennen. Abwasser und aufbereitetes Wasser. Korrekt. Das ist überzeugend. Die natürliche Methode erscheint vielversprechend. Die Pflanzen ernähren sich, indem sie organisches Material aus dem Abwasser filtern. Nun muss nur noch die am besten geeignete Pflanze gefunden werden. Diese Technologie wird weltweit angewandt. Doch die optimale Pflanze zu finden ist nicht einfach. Vor allem, weil sie mit den trockenen Bedingungen in der Atacama-Wüste klarkommen muss. Wir experimentieren mit unterschiedlichen Arten, sowohl einheimischen als auch nicht einheimischen. Sich der Fähigkeiten von Pflanzen zu bedienen, kann vorteilhaft sein. Nicht nur bei der Reinigung von Abwässern. Mitten im zentralen Bereich der Atacama, wo der Boden extrem salzig ist, wächst wider jede Erwartung ein Wald. Hier wurde ein spezieller Baum gepflanzt, der mit den Bedingungen klarkommt und anderen Pflanzen, Tieren und Menschen nicht nur Schatten spendet. Sergio Barazza wacht im Auftrag der chilenischen Nationalparks über das Wohlergehen dieses empfindlichen Waldes inmitten der Wüste. Er besucht eine neue Pflanzung mit jungen Setzlingen. Dieser Baum ist etwa 6 Monate alt. Wir finden, er ist halbwegs gut an diese Umgebung angepasst. Wie wir sehen, ist er etwa 50 cm hoch. Doch seine Wurzeln dürften bereits 1 Meter tief gewachsen sein. Wir können diesen Baum mit einem Eisberg vergleichen, denn was wir sehen, ist nur ein Drittel des Baums. Wenn der Baum 7 Meter hoch ist, werden seine Wurzeln mindestens 14 Meter in die Tiefe reichen und so lange weiter wachsen, bis sie auf Wasser stoßen, um den Baum zu versorgen und sein Überleben zu sichern. Vor allem kann der Tamarugo den salzverkrusteten Boden mit seinen kräftigen Wurzeln durchstoßen. Falls er nicht bald auf Grundwasser trifft, geht der Baum an Wassermangel ein. Doch abgesehen davon ist er auf vielerlei andere Weisen an das Leben in der trockensten Wüste der Welt angepasst. Die Blätter sind klein, damit die Pflanze möglichst wenig Wasser verdunstet. Und die Dornen schützen sie vor Fressfeinden. Dieser Baum ist gut an die hiesigen Bedingungen angepasst. Der Tamarugo zeigt noch eine weitere erstaunliche Anpassung im Kampf gegen die Trockenheit. Wie alle Pflanzen besitzt er Spaltöffnungen an der Oberseite der Blätter. Doch während andere Pflanzen darüber Wasser transpirieren, kann der Tamarugo sie zum umgekehrten Zweck verwenden. Als Eintrittspforte für die kondensierte Luftfeuchtigkeit. Im letzten Jahrhundert wäre dieser Wald beinahe ganz verschwunden. Denn mit seinem Holz wurden die Dampfmaschinen der Salpeterminen befeuert. Mit der Wiederaufforstung der Tamarugos
mussten auch etwa 1000 weitere Arten wieder eingeführt werden, die diesen Wald bevölkern. Der Tamarugo ist Fundament eines ganzen Ökosystems. Seine sehr energiereichen Früchte, die zu Boden fallen, ernähren zahlreiche Tierarten, aber auch den Menschen. Der Tamarugo bietet Ziegen, Schafen und Rindern Futter. Aus seinen Früchten können wir Mehl mahlen, aus seinen Blüten Honig gewinnen oder so manches Getränk brauen. Aus dem Holz gewinnen wir Holzkohle oder Brennholz zum Heizen. Anfangs gab es Probleme, die Gemeinschaft von diesem Projekt zu überzeugen. Doch jetzt ist man zufrieden. Die Leute arbeiten nun nicht mehr gegen uns, sondern unterlassen ausbeuterische Eingriffe und kooperieren mit uns und der chilenischen Regierung, um diesen Wald zu schützen und an seiner Nutzung teilzuhaben. Selbst mitten in der trockensten Wüste der Welt kann der Mensch wieder halbwegs das natürliche Gleichgewicht herstellen. Doch wie überall auf unserem Planeten ist das Leben auf die Verfügbarkeit von Wasser angewiesen. Gäbe es hier nicht die Grundwasserschicht der Pampa de Tamarugal, wäre das alles nicht möglich gewesen. Dann wäre das alles reine Wüste. Die extreme Trockenheit in der Atacama schürt immer wieder Konflikte. Dies zeigt, wie schwierig es ist, die Wasserressourcen gerecht aufzuteilen. Wenn das so weitergeht, wird in etwa 10 Jahren vom Salar nichts als eine trockene Salzkruste übrig sein, was sehr traurig ist. Denn hier gibt es nicht bloß Wasser, sondern ein ganzes Ökosystem mit ganz besonderen Lebensformen, wie man es nirgendwo sonst auf dem Planeten findet. Die wenigen verbliebenen Ökosysteme sind als kleine Inseln des Lebens von besonderer Bedeutung, denn sie helfen uns ein wenig im Kampf gegen die Desertifikation. Die äußerst problematische Wasserversorgung betrifft vor allem die Kleinverbraucher, also die Bauern. Das kann für die Bevölkerung und die langfristige Entwicklung dieser Region sehr gefährlich sein. Wegen all dieser Schwierigkeiten ist die Atacama-Wüste aber auch ein Labor für zukunftsfähige Lösungen. Hier werden viele Projekte entwickelt, denn die Wasserversorgung ist ein grundlegendes Problem. Alle Kenntnisse, die wir hier erlangen, können wir auch für andere aride Gebiete der Welt anwenden und somit unser Wissen darüber erweitern. Die durch ihre extreme Trockenheit seit Jahrtausenden vom Einfluss des Menschen weitgehend geschützte Atacama ist durch die wachsende Gier des Menschen gestört worden. Bedeutet dies den Tod der Wüste? Oder ist es in Anbetracht der geologischen Zeitmaßstäbe bloß ein Tropfen auf den heißen Stein?